Hallo alle zusammen und willkommen zu einem neuen Tutorial. Hier ist der Palodas und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr einen Überlauf zwischen zwei Objekten erzeugen könnt und dass das andere Objekt so gesehen aufgefressen wird. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das sonst nennen sollte. Das Ganze nennt man Dynamic Proximity Blending und zeige euch dann auch noch danach, wie ihr dann das Gegenteil erzeugt. Ja, starten wir. So, ich habe hier schon mal eine Standardszene erstellt und ich habe jetzt hier ein paar Felsen und wir wollen ja, dass es so aussieht, als würden die angewuchert werden. Als, ne, wären sie jetzt hier nicht einfach so reingestanzt worden. Dazu habe ich jetzt als Preset hier einfach eine Gruppe erstellt. Und zwar bestehend aus dem Principlet BSDF mit einem Node Wrangler. Dazu habe ich ein Tutorial erstellt. Das Ganze ist in der Beschreibung. Die Texturen habe ich von cc0textures.com. Ist auch in der Beschreibung. Darf ich nur nicht vergessen. Und mit Tab könnt ihr die Gruppe öffnen und schließen. Und erstellen tut ihr sie, indem ihr die Nodes, die ihr gruppieren möchtet, mit STRG G dann auch gruppiert. Also zuerst auswählt und mit STRG G gruppiert. Dasselbe habe ich auch natürlich mit dem Boden gemacht. So, fangen wir dann mal an, mit diesem Verlauf zu erstellen. Dazu gehen wir hier zu den Properties, die hier sind, und erstellen erstmal eine Vertex Group. Gehen in den Edit-Modus und drücken Assign. Dabei möchte ich anmerken, dass der Cube mit Absicht so unterteilt ist, damit auch dieser Verlauf gut wirken kann. Das zeige ich aber später euch dann bei dem Cube. Aber achtet eher darauf, dass es eine schöne Unterteilung hat. Muss nicht zu hoch sein. Werdet ihr dann hoffentlich dann an dem Cube als Vergleich sehen. Dann erstelle ich noch eine neue UV-Map, die nenne ich Wrap. Gehe dann zu den UV-Editor und drücke dann auf Punkt und klicke immer auf 2D-Cursor. Denn der 2D-Cursor ist auf dem kompletten Nullpunkt. Ihr solltet achten, dass hier Wrap ausgewählt ist. Und dann drückt ihr einfach S0. Also alles auf Null skalieren, als auch auf den absoluten Nullpunkt hin verschieben. In dieser 2D Ansicht. So. Genau, das hilft dann auch wieder für den Verlauf. So. Somit haben wir jetzt schon mal das Grundprinzip erstellt. Als nächstes werden wir die Node-Gruppe vom Landscape kopieren und hier einfügen beim Steinmaterial. Dann einen Mix-Shader hinzufügen und die zwei daran verbinden. Dann auch eine Color Ramp. Damit können wir die Stärke beeinflussen. Und ein UV Map Node. Und verbinden ihn zum Faktor. Und wählen Wrap aus. So. Jetzt kommen die Modifiers. Da zuerst ein Vertex Wake Proximity, dem wir die Vertex-Gruppe geben. Die Target-Object ist das Landscape. Und schalten Proximity-Mode auf Geometrie. Und machen das Loweste von Punkt 5 zu Punkt 05. Als Haste. Dann fügen wir einen weiteren Modifier hinzu, zwar den Data-Transfer. Da wählen wir als Source das Landscape aus, Vertex Group Group und aktivieren Face Corner Data. Da wählen wir aus Custom Normals und Nearest Corner and Best Matching Face Normal. Und zu guter Letzt dann noch den UV Wrap Node mit Wrap als Layer, Vertex Group als Group. Jetzt fehlen uns noch zwei Sachen, und zwar Object From To. Uns fehlen zwei Objekte. In dem Fall entstehen wir dafür zwei Empties. Erstmal Shift S, Cursor to Word Origin. Dabei setzen wir einen zum Nullpunkt. Den nennen wir auch Null. Machen Shift D einen zweiten. Und setzen den auf X und Y auf 1. Und nennen ihn auch 1. Somit haben wir jetzt zwei Bezugsobjekte, womit wir dadurch dann auch diesen Verlauf erschaffen.
Wenn ich jetzt hier schon mal am Node rumspiele, an der Ramp, sehen wir, dass es einen Einfluss hat. Genau. Und das ist das ganze Prinzip jetzt. Mithilfe des Bewegens der Empties habe ich auch einen Einfluss drauf. Letzten Endes sind sie aber auch dafür da, dass dieser Modifier funktioniert. Hier können wir halt auch die Smooth-Einstellung, also ne, diese Weichheit des Verlaufes einstellen, wo wir dann nochmal mit den Empties dann auch das beeinflussen können. Also wir haben zwei Einflussobjekte. So. Ich kopiere das Objekt mal und zeige euch das Beispiel jetzt an einem einfachen Cube. Cursor to selected. Dann lösche ich alles, erstelle einen Cube und assigne noch natürlich hier die Gruppe. Hab aber wieder was vergessen. Ich muss zuerst bei dem Schritt zu dem Re-Editing und hier von Wrap auf UV-Wrap umschalten, um dann den Cube erzeugen zu können. Sonst erzeugt er halt das angewrappte Mesh hier bei Wrap. Das erzeugt es halt nicht, den Effekt, den wir wollen. Und jetzt hier auf Assign drücken. Und jetzt seht ihr, dass, wo der Cube nur so wenig Verges hat, dass er nur auch da, wo die Verges wirklich sind, es erzeugen kann. Das heißt, würde ich jetzt hier ein paar Loopcuts hinzufügen, kann er das dann richtig den Verlauf erzeugen. Deswegen wichtig, eine kontrollierte Anzahl an Edge Loops haben, beziehungsweise eine polygonale Auflösung. Und jetzt wollen wir zum Beispiel das Gegenteil erzeugen. Und zwar habe ich hier, das klappt jetzt nicht. Ich habe nämlich extra hier diesen Geist erstellt und irgendwie klappt das jetzt gerade nicht. Nö. Ach so, ja, natürlich, weil ihm 1 und 0 fehlen. So, und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, das kann ich mal so hier machen, dass dann hier, wenn ich jetzt auch mal hier drauf gehe, eine Transparenz bis dahin ist. Genauso wie unten drunter. Kann ich halt auch dann, ne, so wie ich möchte, beeinflussen. So. Ja, in dem Fall müsst ihr einfach nur bei Mix Shader eine Transparenz hinzufügen. Landscape ist das Target-Objekt der Modifiers, aber es soll dann transparent werden, deswegen wird hier ein transparent BSDF dafür aus. Ganz einfach. So, genau, und dann, wenn ihr auch das hier switcht, zum Beispiel, könnt ihr das umkehren, dass das dann sichtbar wird und solche Sachen. Hoppla. Ja, das war es jetzt mit dem Tutorial. Das Übertragen ist leider nicht so ganz einfach. Hab schon ein bisschen rumprobiert. Also bei dem Objekt müsstet ihr dann wieder neu halt immer die Gruppe erstellen und die UV-Map. Und ihr könnt zwar dann die Modifiers kopieren, müsstet aber dann den zuständigen, für das Objekt zuständige Sachen auswählen. Aber ich habe jetzt euch gezeigt, wie das Ganze geht. Ich hoffe, es ist sehr praktisch für euch. Ich denke mal schon. Und wir sehen uns dann in meinem anderen Video wieder. Bis dahin. Tschüss.